Hallo und herzlich willkommen zurück bei Xenoblade Chronicles. Wir sind wieder hier. Nachdem wir in der letzten Folge ein bisschen gelevelt haben. Und auch ein bisschen Storytelling wir bekommen haben. Das minimale Storytelling. Wir haben den kleinen Juju vor zwei Armas gerettet. Und er hat uns quasi jetzt mehr oder weniger eingeladen, in deren Siedlung oder Lager zu kommen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch erstmal. Weil wir müssen einfach nur ein bisschen weiter abseits. Und zwar hier nach rechts ein bisschen weiter. Und ja, da bewegen wir uns denn jetzt erstmal hin. Um ein bisschen mehr von der Story wieder mitzunehmen, zu erleben. Aber ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist so schön. Und hinter Wasserfall ist nichts. Schlummerwolf. Du bist aber Borossa. Ah, du bist vielleicht ein bisschen sehr hart. Maybe later. Dich kann ich erlegen. Ja. Ey, du Tutan. Hau doch nicht ab. Und drauf, Rebecca. Da. Den, wie gesagt, möchte ich ungern triggern. Der wird uns mit seinem Level 81 doch sehr schnell den Chaos machen. Und da es ja kein Dark Souls ist, würde ich das auch nicht überleben. Und da haben wir unseren ersten Elementar-Gegner. Ein Wassernebula. So, aber eigentlich müssen wir bloß hier nennen, ne? Ja. Noch ein paar Schätze einsammeln, ein paar Items, die so rumliegen. Bei dieser sehr schönen, beruhigenden Musik. Ach, das Spiel ist einfach herrlich. Und das war die vierte Schafbeere. Ivan ist sicher schon ungeduldig. Wir sollten sie ihm bringen. Ivan? Oh ja, dann bringen wir denen ein paar Bären. Einzanger. Das sind drei kleine Beinkrabbels. Und da hätten wir auch das erledigt. Gut. So. Ein paar Zanger besiegt. Dann geht jetzt hier abwärts. Wer bist du denn? Flüchtling. Ich bin so froh, dass du uns nicht haltest. Unser Lager ist am See, etwas weiter südlich. Ihr könnt dort gerne Rast machen. Oh, mach mal. Gewinn. Ich will bloß vorher die ganzen Items sammeln.
Heißer Marienkäfer. Und wer bist du hier? Hallo. Hey, ich muss euch was erzählen. Ich habe während eines Gewitters einen riesigen Schatten gesehen. Hier auf der Ebene. Er bewegte sich in Richtung Seragul. Ob das vielleicht ein Monster gewesen ist? Falls ja, haben wir nicht die geringste Chance. Könntet ihr es nicht für uns töten? Besiege den weißen Edward beim Seragul. Auf den Beinen des Bionis. Nur bei Gewitter. Danke, dass ihr uns helft. Ich habe noch nie ein solch großes Monster gesehen. Viel Glück auf eurer Reise. Ja, natürlich hat er noch mehrere Missionen. Hallo. Darf ich euch noch den Gefallen bitten, in der Nähe der Himmelsbühne zu erledigen? Leider treibt sich dort ein fieses Monster herum. Naja, fies können wir machen. Wir den brutalen Adanta. Der ist total brutal. Aber auch den machen wir später. So, und jetzt sind wir ja hinten gleich schon am Lagerpunkt. Ist eigentlich die Karte so weit aufgedeckt bis dahin? Joa. Schön. Yep. 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 Juju! Where have you been? Juju! Don't tell me you were... I've told you 1,000 times. We're not ready to leave the camp yet. But I thought... Juju! Sorry, Sharla. That gear. You must be survivors from the Defense Force. Is Colony 6 okay? Did Gaddo make it? Hold on. What are you talking about? We've come from Colony 9. Colony 9? They saved me from some monsters. This is Ryan and Shulk. Oh, so you're not from Colony 6. Thank you for helping Juju. I'm his sister, Sharla. I told them they could rest here, with us. Did you now? Well, all right. I suppose that's only fair. Did something happen to Colony 6? Actually, we're heading there ourselves. Colony 6 has been... our home. It's been occupied by the Mekon. No. I'll tell you about it inside. Follow me. Und da wären wir schon im Flüchtlingslager. Aber da hinten war noch eine Mission, die ich gerne annehmen will. Eigentlich sogar zwei, aber egal. Oder auch vier, wie ich gerade sehe. Who's this? Wir möchten eine Suche nach weiteren Überlebenden starten. Solange noch so viele Mecher herumlaufen, geht es aber nicht. Könntet ihr sie für uns besiegen? 5 M64 besiegen? Who's this? Truthahns. Ja, ein paar Truthahns angreifen können wir hinkriegen. 2 tapfere Truthahns besiegen. Na gut. Im ersten nicht, okay. Dann war hier oben noch einer, der eine Aufgabe hatte. Und hier unten waren noch so 2 kleinere Aufgaben. Und dann reden wir mit Sharla. Hey, Sharla. Hey, wollt ihr ein Geheimnis wissen? Ach, er ist das. Ja, genau, den kenne ich auch noch. Besonderes Geheimnis, das erzähle ich nur euch. Also, psst, nicht verraten. Worum geht es denn? Oh, pass mal auf, ne? Es gibt eine unerschöpfliche Ätherader hier in der Nähe. Oh ja. Ader kennt man schon. Ja, das suchen wir. Ja, den Typ kenne ich noch vom Stream damals. Los, Oma, spring! Mit der Zeit schlaucht das Leben im Lager, wenn ich ehrlich bin. Ich muss den Leuten mit meinem Essen neue Energie geben. Leider fehlen mir einige Zutaten. Könnt ihr mir aushelfen?
Bunkerschinken und Flammeier. Ein Ei habe ich ja. Wenn wir noch mehr haben. Was brauchst du noch? Ein Hasi-Schüssling. Ja, den. Das habe ich erledigt. Im ersten nicht. Und wir haben Tag. Yep. Alle yep. Verloren. Leider bin ich schwach und selbst. Blatt Papier. Ah, das hast du. Na gut, das ist deins. Dann bitte sehr. Aber es ist auch schon abgegeben. Und zweiter Erfahrungspunkt dafür, ne? Ist übel. Ach, das ist Ryder, der schwimmt. Ich dachte, das kommt da gesegelt. So, das haben wir hier. Gespräch können wir noch nicht machen. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal hier in das Lager rein. Und hier seid Noppon. Juhu. Papapon und Mamapon sind immer noch nicht hier. Wie lange wir noch warten? No, ich mag die Noppons. Die sind einfach so cute. Cute und satisfying. Ah, Pama. Nee. Pama mag nicht schlafen. Schlafen bringt böse Träume zurück. No. Who's this? Unser Essen hier schmeckt wirklich bescheiden. Dadurch geht es den Leuten hier noch schlechter. Natürlich können wir uns jetzt keinen großen Luxus leisten. Aber wenn wir wenigstens ein paar neue Zutaten hätten, könnte uns nicht helfen. Zwei Durchmandeln. Naja, dann wollen wir uns mal durchmandeln, ne? So. Das Naste. Ach, der Ivan. Ich rede ja ungern hinter anderen Leute rücken. Aber dieser Ernest ist schlimm, lügt dann dauernd die Leute an. Die Verlogen ist er aber nicht immer gewesen. Vielleicht ist ihm etwas in der Vergangenheit widerfahren. Ah, kann auch wirklich sein. Hey, Oma. Viele von uns sind nur mit den Kleidern auf den Leib geflohen. Es ist unhygienisch, wenn man nichts zum Umziehen hat. Deshalb möchte ich neue Kleider nähen. Truthahn Kämme, Truthahn Feder. Na, okay, man. Naja, wir warten mal hier. Oh, du brauchst mehr? Bestimmte Monsterzähne schützen als Talisman vor Krankheiten. In einem Basilienherd wie diesen hier wäre es sehr nützlich. Ich brauche unbedingt welche. Könnt ihr welche besorgen? Leder-Eckzähne. Oh, kannst auch kriegen. Brauchst du noch was? Nö? Gut. Dann würde ich sagen. Bevor ich Schala rede. Kann man nicht, okay. Dann, let's go. Yeah. Ja? Unser Zuhause, Colony 6, wurde von den Meschern angegriffen. Würdet ihr mir einen Augenblick zuhören? Okay. Dann bin ich ja hier. We had already fought off the Mekon a year ago. At the Battle of Sword Valley. It left us with a false sense of security. The Colony 6 Defense Force didn't even notice the approaching Mekon. By the time the air raid siren sounded, a swarm of Mekon had blackened the sky. They ate people and burned our buildings. Me and Juju dedicated ourselves to evacuating the children and elderly. I don't know what happened next. It's just like what happened to Colony 9. They attacked your colony as well. Yes. It's good that you managed to evacuate so many. We have a Tharon. The Colonel, to thank for that. Him and Gaddo. This Gaddo? He would have been my husband by now, if not for all this. Cheer up, you two. We can't lose hope just yet. I'm certain Gaddo and the other soldiers are alive. They're still fighting. I can feel it. You're on your way to Colony 6, right? You bet. We're up for some revenge. I bet we can even get your colony back. There you go, showing off again. If anyone can do it, it's you two. Could... could you take me with you to the colony? Juju! The people here need us. How many times do I have to tell you? But you heard. The Mekon attacked Colony 9. That means a load of them have left Colony 6 already. It has to.
that's true. No, especially if it's true. We cannot expose the camp to any more danger. So, you don't care what happens to the people in the colony? How can you be so heartless? Are you that scared of the Mekon? Oi, kid! Ryan! You ought to know how Sharla feels. Watch your mouth and have some respect. I'll go and make dinner. Maybe I was too hard on him. Shulk? Ryan, you really remind me of Gaddo when you get angry. I do? Gaddo's taken care of us ever since we were young. I always saw him as a big brother, really, but he was more of a father to Juju. He'd call him kid whenever he told him off, just like you did. I don't think I'm ready to be someone's old man just yet. Wait, Shulk, did it happen again? Yeah. You had another vision. Oh, no! No! Juju! Oh, huh. The buggy's gone! He's going to Colony 6 on his own. Stupid kid! We have to hurry. Something bad's gonna happen. What did you see? A deep valley. Everything's engulfed in flames. There's a black shadow. It kills Juju. Is it the Mekon with the metal face? Yeah. Where does it happen? Is it near Colony 6? I'm not sure. I think so. Let's get after him, Shulk! Hold on a second. What was all that about? I know you won't believe this, but Shulk can see the future. The future? That's not possible. That's what I thought too. I still can't explain this, but that vision I had will come true unless we stop it. So you're telling me Juju's in danger? Believe it or don't believe it, that's your call. But I wouldn't be standing here if it weren't for Shulk's visions. Juju. Oh, okay. I can't say I believe you. But what have I got to lose? I like the way you think. Sharla, you're... What? No, nothing. Oh. What are you doing? Let's go and find Juju. When you talk like that, you sound just like Gaddo. That's how I know it's not worth arguing. What am I, some kind of Gaddo substitute? That thing killed Sharla too. I saw it in the vision. But I can't stop her coming with us. I don't know how I can protect her. But I have to do it. I will change the future. Und da wären wir wieder zurück mit Sharla im Kampf. Achte auf Stärkung und Schwächung im Kampf. Stärkere Effekte werden Stärkungen, Schwächungen genannt. Unterstütze deine Gefährten mit Stärkungen. Schwächungen sollten so schnell wie möglich kuriert werden. Sharlas Reinigungsschuss heilt bestehende Schwächungen und schützt vor zukünftigen. Sehr schön. Unterschiedliche Stärkungen und Schwächungen. Beispiele für Stärkungen. Die physische Barriere reduziert physischen Schaden. Schadensimmunität tilgt Schaden bis zu einem gewissen Ausmaß.
Beispiel für Schwächungen: Schlaf. Der Schlafende wird kampfunfähig und erleidet durch jeden Angriff kritischen Schaden. Blutung: ja, der Blutende verliert kontinuierlich KP. Kennen wir ja schon. Und jetzt haben wir ein neues Teammitglied. Und zwar Schala. Schala ist, glaube ich, im Endeffekt auch auf unserer Stufe. Jawohl. Hat doch weniger KP, hat aber dafür ein schönes Gewehr. War nur Sachen. Kann ich was Neues geben? Nee, kann ich nicht. Ich würde hier ein paar Sachen geben, ne? Problem, die Kapaz schon an, ne? Also alles, was ich hier geben würde, würde bloß schlimmer sein. Ich habe jetzt auch schon das Beste von allem, was er hat. Ja, ich glaube, ich habe nichts da, was ich hier geben könnte. Obwohl, hier vielleicht ein bisschen was bei. Nee, auch nicht. Bei der Hand schon was bei? Das würde was gehen. Aber das kann sie nicht tragen. Überlassen, was so wie es ist, was hat. Das hat sie erstmal. Und dann ist gut. So, jetzt noch zwei weitere Aufgaben. Ich war letztens in der Nähe der Gelbbrücke spazieren. Ich dachte, da gäbe es nicht viele Monster. Trotzdem wurde ich angegriffen und konnte knapp entkommen. In der Panik habe ich ein Andenken an meinen Freund verloren. Jo, wir suchen das. Was brauchst du? Eine Vogelkette. Okay. Wenn. Achso, ja, das, mit dir wollte ich nicht quatschen, ich wollte mit dir nochmal quatschen. Böses Monster hat sich ihr Lieblingsplatz eingenistet. Wollte in der Nähe von Colony 6 Happy Happy suchen. Happy Happy suchen, da war was. Haut ist kaputt, bitte. Trainer Hamelon. Okay, Mann. Das ist noch mehr, war klar. Hab letztens viele Truthahns gesehen. Einer davon war unglaublich groß. Der macht mir Angst. Haut ihn kaputt. Ja, gut. Der war doch nur Alfred, genau. So, dann wollen wir unten irgendwo. Der Opa hat hier noch eine Aufgabe für uns. Oh, Glühwürschen warten. Unser Lieblingsort dafür ist jetzt auch voller Monster. Boah. Kriegen wir hin. Und dann hast du noch eine Aufgabe. Hallo. Meine Schwester ist so traurig. Habt ihr nicht etwas, womit sie spielen kann? Sie liebt Käfer. Hier gibt es wenig Ablenkung für kleine Kinder. Mottenkriecher, ja, den nehmen wir. Danke, ich brauche sicher, ihr werdet helfen. Oh, das hat sich gerade so angeboten. Aber er möchte seine Schwester mit Käfer spielen lassen. Na, interessant. Gut. Auf jeden Fall haben wir damit schon mal die Aufgabe abgefüllt. Oder erfüllt. So, wo müssen wir hin? Da oben ist das Ziel. Hier ist Wolftal, Gauerebene. War ich die vorher schon mal? War die Nave schon vorher drin? Inaktiv. War die Nave vorher schon zu sehen? Nö. Hat er vorher schon den Namen Sinn gehabt? Eigentlich nicht, oder? Okay, das heißt, die Namen der jeweiligen Gegner sind, ist mir neu. Das habe ich vorher auch nicht gesehen. Bin ich jetzt ehrlich? Aber wir nehmen es so hin. Gut, dann wollen wir mal gucken, wo Juju abgeblieben ist. Und ob wir Schala retten können. Und Juju. War schön, dass sie sich in so einer kleinen Nische eingenistet haben, ne? Hier komplett in der Nische drin. Ach, ihr wart das hier, ihr kleinen Krebelchen. Ich meine, jetzt sind wir schon mal einer mehr, ne? Das heißt, wir machen jetzt schon ein bisschen mehr Schaden pro Runde. Und
Aber kurz. So, wir sind natürlich ein bisschen stärker als Charla, weil wir haben ja schon ein bisschen mehr gelevelt. Aber mit Stufe 17 ist hier auch bei uns Mitglied geworden. Was ganz gut ist. So, da ist das nächste kleine Kram-Insekt. Oder auch nicht. Charla, do you know which way Juju went? There are quite a few ways to get there from here. But he's in a buggy, so I think he'll take Ragwell Bridge. Ragwell Bridge? It's not far. It's a really old bridge built around the time Colony 9 was founded. Okay. Let's make that our next stop. Sounds like a plan. Charla, you stay back. Leave any monsters up to me and Shulk. What? You think I can't pull my weight in battle? I've got field experience as a medic. If you get hurt, I can use Aether to patch you up. Nice. I'm always getting roughed up. You'll be a big help. Hm. Okay, du bist im Team. Come on. Who put this barrier in the way? Oh, now the front suspension's all twisted up. Looks like I'll have to walk it. They're all cowards. I'll show them all. Ja, wenn du da mal nicht selber reinreitest, Kollege. So, aber eigentlich wollte ich Käfer besiegen. Käferchen stirb. Käferchen sind immerhin Missionstier. So, erledigt. Charla macht Dinge. Abgehakt, Mission. Und dann begeben wir uns jetzt so langsam und sicher Richtung Ranel-Brücke. Ragul. Ranel, der Ranel ist ja aus Zelda. Ja. So, mal hier hochgucken, was hier so abgeht. Da, da, da. Liegt doch ein Item. So, hier sind ein paar Wölfchen. Noch mehr Wölfchen. Wobei wir sind fast 18, ne? Das ist schon mal ganz gut, würde ich sagen. Aber ich werde zwar nicht angreifen. Noch nicht. Und jetzt kommen die ersten Meshons. Aber bevor wir da jetzt weiterrennen, würde ich sagen, wir bleiben mal hier so in der Ecke stehen, hier unten irgendwo. Dass uns hier kein Monster trifft. Und dann sage ich mal, machen wir Feierabend. Weil die 30 Minuten sind so gut wie erreicht. Und ich weiß nicht, ob dann nach, ob noch Storytime kommt, wenn wir in der Brücke sind. Da wird ein bisschen was kommen. Wird ein bisschen lange dauern, denke ich mal. Deswegen sage ich hier erstmal danke fürs dabei sein. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und ciao.